Einen wunderschönen, wunderschönen. Ich bin Frodo, das ist Flo. Herzlich willkommen zu Between the... Herzlich willkommen zu Texcalibur. Gerüchten zufolge hat J.J. Abrams vielleicht keinen Bock mehr auf Star Wars. Das ist nicht offiziell, aber auf der aktuellen Comic-Con gab es einige Mauscheleien in die Richtung. Der neue Star Wars wird nämlich in England gedreht. J.J. Abrams wollte aber in L.A. drehen, wurde überstimmt und kann jetzt weniger Zeit mit seiner Familie verbringen. Außerdem gibt es immer noch keinen Regisseur für Star Trek 3. Den würde er nämlich auch gern leiten, allerdings finden die Dreharbeiten zur gleichen Zeit wie bei Star Wars statt. Spock-Darsteller Zachary Quinto ist übrigens der Überzeugung, dass er lieber Star Trek machen wird. Lucasfilms hat das bisher dementiert. Ja gut, alles andere wäre auch irgendwie blöd. Die deutsche Star Wars Celebration in Essen dieses Wochenende wird vermutlich mehr Klarheit bringen, aber für mich steht eins fest, wenn J.J. Abrams sich dagegen entscheidet, wird er fortan nur noch Jar Jar Abrams heißen. Google sieht fast alles. Alles? Das ist ja fast so viel wie Merkel über die NSA-Skandale weiß. 60% aller internetfähigen Gerätschaften überhaupt haben mindestens einmal am Tag eine Verbindung zu Google. Das ist mehr als Netflix, Twitter und Facebook zusammen in die Waagschale schmeißen können. Dazu ist es noch interessant zu wissen, dass 25% des gesamten Datenverkehrs der USA über Google ablaufen und auch alle dazugehörigen Plattformen wie beispielsweise YouTube. Google ist übrigens dank Analytics, Hostings und Werbung auf über der Hälfte aller Webseiten in irgendeiner Form vertreten. Dank den neuen Android-Geräten, Google Glasses, Google Fiber. Das ist der Internet-Provider von Google höchst selbst. Und andere lustigen Sachen wie zum Beispiel Project Loon hat Google fast die Macht über alles im Internet. Und YouTube. Wir mögen YouTube. Vom King of Internets kommen wir jetzt mal zum King of Emotional Pseudo-Marketing. Apple ist eben nicht mehr der King. Apple stagniert in fast all seinen Bereichen. Lediglich im Verkauf von iPhones brechen sie immer noch Rekorde. Der Umsatz ist quasi nicht gestiegen. Die Prognose fürs dritte Quartal sind nur 35,3 Milliarden Dollar. Oh nein, nur 35,3 Milliarden Dollar. Oh Gott, oh Gott. Ich ertrag das nicht, so wenig. Es ist so wenig. Im Prinzip könnten sie ja sich wieder ein bisschen hocharbeiten, indem sie ihre hungernden Strafarbeiter, die sie in China ohnehin schon nicht bezahlen, noch weniger bezahlen. Firmenpolitik for the win! Apples Gewinn ist um 22% geschrumpft, es werden weniger iPads verkauft, ihnen ist aufgefallen, dass das iPad Mini wesentlich weniger Geld einbringt als das iPad. Ja, natürlich. Ist ja auch kleiner. Und damit ist Samsung jetzt offiziell die profitabelste Firma auf dem ganzen Consumer Electronics Markt. Kommen wir jetzt zu einer Firma, die auch alle 3 Monate neues Zeug rausbringt. Was aber an dieser Stelle gesagt total geil ist. Lego! Neues Zurück in die Zukunft Lego-Set inklusive DeLorean, Doc Brown, Marty McFly und allem, was dazugehört. Das ganze Set ist limitiert, kommt am 1.8. über die offizielle Website und kostet 34,99 Euro. Und wenn Sie jetzt sofort bestellen und sofort bezahlen, dann gibt es eventuell... Muss jetzt sofort bestellen! Die 401 Teile aus dem Set lassen sich zu 3 verschiedenen DeLoreans aus allen 3 Teilen zusammenbauen. Mitsamt Flügeltüren und hochklappbaren Rädern, so wie in Zurück in die Zukunft 2. Zu verdanken haben wir das Zurück in die Zukunft Lego-Set dem Kuso-Projekt. Darüber können nämlich Lego-Set-Designs vorgeschlagen werden und sobald ein Vorschlag mehr als 10.000 Unterstützer hat, wird er geprüft und wenn es machbar ist, wird es sogar realisiert, kommt dann in die Läden und wenn es dann in die Läden gekommen ist, kriegt derjenige, der die Idee hatte, 1% des Gesamtumsatzes, den Lego damit erwirtschaftet. Ein Minecraft-Set ist tatsächlich schon so entstanden und in der Warteschleife befindet sich, jetzt haltet euch fest, ein Zelda Lego-Set, wie geil ist das denn? So, ich gehe jetzt mit Lego spielen. Ist denn dieser scheiß rote Sechser? Robin, kannst du mal kurz hier... Oh, da habe ich vorhin 5-mal in der Hand gehabt, da habe ich ihn noch nicht gebraucht. Time to Robin. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass zum Schutz der Kinder... Denk doch mal einer an die Kinder! ...Ingame-Items in Online-Spielen in Zukunft nicht mehr beworben werden dürfen. Sprich, damit der kleine Timmy nicht mehr die Kreditkarte seiner Mutter klaut, darf in Free-to-Play-Spielen in Zukunft nicht mehr stehen... Hey Timmy, kauf dir doch dieses mega awesome über 9000 Schwert, der mega harte Stab in the Face! Richtet war das Urteil vor allem an Gameforge und deren Spiel Runes of Magic, die allesamt von der Verbraucherzentrale verklagt worden sind. Der Satz in Frage war, ich zitiere, schnapp dir die günstige Gelegenheit und verpasse deiner Rüstung und Waffen das gewisse Etwas. Der Bundesgerichtshof hat daraufhin entschieden, dass dieser Satz auch eindeutig an Kinder gerichtet ist. Was an dem Satz ist bitte an Kinder gerichtet? Günstig? Etwas? Kinder tragen keine Rüstung. Unsere Meinung ganz klar, eindeutig. Diese Spiele versuchen natürlich, das Maximum an Kohle aus diesem ganzen Konzept rauszuholen. So funktioniert schließlich das ganze
Business. Das Spiel ist ab 12 Jahren freigegeben und unserer Meinung nach liegt das in der Verantwortung der Eltern und nicht an der Werbung. Wenn Klein Timmy also überhaupt in der Lage ist, Zehntausende, Milliarden, Millionen von Euro auszugeben, dafür wiederum die Kreditkarte seiner Mutter klaut, dann läuft da nicht was mit dem Spiel, sondern eventuell mit der Erziehung schief. Aber hey, wer sind wir, den Bundesgerichtshof in Frage zu stellen? Das Problem an der Nummer ist jetzt allerdings, dass das komplette Free-to-Play-Genre in Gefahr ist. Je nachdem, wie das unterinterpretiert wird, könnte das heißen, dass in Zukunft digitale Items sowohl in Apps als auch in Online-Spielen einfach generell nicht mehr beworben werden dürfen. Wir sind zwar nicht die größten Fans von Free-to-Play-Titeln, weil oftmals kommt es durch das ganze Bezahlsystem und hin und her auf eine sogenannte Pay-to-Win-Situation raus. Aber für manche Spiele, bei denen das ganze System fair geregelt ist, wie beispielsweise Team Fortress 2 oder auch Guild Wars 2, könnte das zu einem richtig, richtig großen Problem werden. Was haltet ihr von der ganzen Free-to-Play-Schiene? Was für Spiele zockt ihr? Und habt ihr schon mal Geld für Ingame-Items ausgegeben? Schreibt es doch in die Kommentare. Das war's von uns. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Frodo ist mittlerweile schon 10-mal auf seinen roten Sechser getreten, hat sich schwer verletzt. Kommst du mal zurück wegen Gitarre und so? Dafür bin ich jetzt fertig. Du, das ist weder ein DeLorean noch ist das Lego. Ja, ich weiß, ich hab den roten nicht gefunden, da ich einen Transformer gebaut. Cool. Das war Excalibur für diesen Freitag. Willkommen auf der Endcard. Morgen gibt's kein Excalibur, aber da ist Samstag. Montag. Impro Endcard, bester Song. Bald kommt ein Album raus. Wir sehen uns nächste Woche. Das wird toll. Applaus! Applaus! Da unten gibt's auch zwei weitere Videos. Und hier geht's zu Was geht ab und überhaupt. Abonniert den Kanal für noch mehr Musik! Yay! Yeah.